Mit deinen Spitzen. Pass auf, hier ist Halteverbot. Hier ist Halteverbot. Weiter, hier ist Halteverbot. Halteverbot. Komm eben hier rüber. Nicht, dass du wieder vor die. Komm eben an die andere Seite. Du läufst hier vor die Augen. Was soll? Komm, pass eben auf, was du hier machst. Auf den billigen Plätzen. Ja, jetzt sitzt immer auf den billigen Plätzen. Ja, ich wollte mal hinten sitzen. Ich wollte mal eine andere Perspektive haben. Aha. Und ich wollte mal vorne sitzen. Und ich fahre extra durch die 30er-Zone, weil ansonsten wird Frau Douglas das ja zu schnell. Ja. Was soll das? Ich liebe das. Ich selber reg mich auch immer auf, aber auf so dieser kurzen Strecke. Aber hier stört mich das nicht so, muss ich jetzt sagen. Auf der Autobahn, da stört mich das. Wir können auch zu Fuß gehen. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Sag mal nun. Oh, da geht's schon wieder los. Nur weil der einen Stern hat, habe ich trotzdem Vorfahrt. Dein Auto ist besser, ne, wie ein Mercedes. Das kann man so nicht sagen. Es gibt aber wenn ich Mercedes fahren will, dann fahre ich Taxi. Hm. Wir sind noch leicht müde, ne? Leicht. Also ich komme. Wochenend-Lag. Wochenend-Lag, genau. Nicht Jetlag, sondern Wochenend-Lag. Weekend-Lag. Ich wollte gerade sagen, das heißt Weekend-Lag. Genau. Also sonntags komme ich so schlecht in den Schlaf, das ist unnormal. Ich habe um 1.20 Uhr das letzte Mal auf die Uhr geguckt und um 6.30 Uhr muss ich schon wieder aufstehen und um 2.30 Uhr war ich schon wieder auf der Toilette. Wegen deinem Hamster. Läuft. Was? Eigentlich wegen dem Hamstermodus, aber du hast in letzter Zeit ja gar keinen Hamstermodus. Nee, eigentlich nur, wenn wir Urlaub haben. Weil du ja normalerweise schon um spätestens 11:30 auf Couch einschläfst. Du, das liegt daran, die Vorfreude auf die Arbeit. Genau. Das hat sie immer sonntags. Ich kann dann nicht schlafen, ich kann es kaum abwarten, zur Arbeit zu gehen. Genau. So, und sonst so? Ja, leben sie drin, leben sie drin. Mordje. Ja, wir melden uns gleich nochmal. Und wie die? Ah, Gott, du. Ja. Wir melden uns dann nochmal, wenn wir ein bisschen fitter sind. Wenn wir was gegessen haben, was getrunken haben. Wenn wir ich glaub, was dann gegessen geht's haben besser, und dann ne? ein bisschen fetter sind. Das wolltest du damit sagen? Ja, dann geht es ein bisschen besser. Ja, ein bisschen fetter. Wieso fetter? Hast du doch gesagt, wenn wir ein bisschen fetter sind. Da sitzen wir wieder mit unserem leckeren Essen. Spaghetti, Spaghetti. Kannst ruhig erzählen, dass du vorher schon ein kleines Stück Pizza hattest, ne? Ja. Tu mal nicht so. Pizza, das ist mein kleines Stück Pizza. Das ist die Vorspeise. Wie, das ist dein? Das ist mein. Okay. Und du musst halt was gerne in den Wind schreiben, ne? Hab ich da was? Dann ist es weg. Ja, das ist dann so oder so. Du hast in jeder Lücke, ist gefüllt mit von diesem grünen Zeug. Da war noch ein Stück Pansen. Ja, Pansen, links unten. Sonst kann ich nicht auf Sendung gehen. Warum kannst du schon wieder nicht auf Sendung gehen? Wenn ich Pansen zwischen den Zahn habe. Manuel, wie oft soll ich das noch betonen? In der Sendung ist Handyverbot. Pack doch mal das Handy weg. Ja. Pass du lieber auf. So, heute ist so ein typischer Montag. Man hat keinen Bock, man ist froh, wenn Feierabend ist. Ja, so 200% Montag. Also ich finde, heute ist das auch ab zwei Montage auf einmal sind. So Montag wie, oh, Montag und Montag wie, boah, ich hatte 4 Wochen Urlaub. Ja. Und das an einen Montag. Und das auf einen Montag. Ja. Also jetzt nimmt man nochmal so die letzte Kraft zusammen und versucht noch irgendwie die 3 Stunden zu überstehen. Ja. Und dann? Genau, und dann ist Feierabend. Feierabend, wie das duftet. So. Bett, aufstehen, dann geht's wieder los. So ist das Leben. So, genau das wollte ich gerade sagen. Reality. So ist das Leben. Ja. Yeah. Und nicht anders. Wie unvorbereitet seid ihr hier eigentlich? Bin ich eigentlich der Wir Einzige, sind doch der noch gar nicht fertig. Ja, ihr habt euch nicht mal ein Tablett besorgt. Jetzt wollt ihr meins benutzen. Das hat sie ja so gebracht.
Mann, jetzt hör auf. Mit deinen Spitzen. Pass auf, hier ist Halteverbot. Hier ist Halteverbot. Weiter, hier ist Halteverbot. Halteverbot. Komm eben hier rüber. Nicht, dass du wieder vor die. Komm eben an die andere Seite. Du läufst hier all vor die Autos. Was soll? Komm, pass eben auf, was du hier machst. Geh ihm darüber. Geh ihm darüber. Du weißt. Geh ihm darüber. Mann. So. Ja, hier kann. Nee, da kommt jemand. Komm, hier rüber. So, geradeaus. Da in die Richtung. So, jetzt. Wer hat denn hier sein schönes Büro? Wo ein Dinosaurier. Der wohnt auch bei mir auf meinem Monitor. Sabine, die Leute denken, ja. Er spielt in seinem Büro, anstatt zu arbeiten. Ja, auch dieses Bild, das sieht doch aus wie im Kindergarten, ne? Ja, deswegen. Das ist nicht so ein Spielzimmer, ne? Legt ihr euch gerade mit meinem Büro an? Ja, ist gut. Die Dino beißt auf. Ja. Ja, pass bloß auf. Geh weg. Geh sofort weg. Geh weg. Maus. Ich hab gesagt, geh weg. Nee, das ist eine Maus, das oder? Das ist keine Maus. Ah, nee, guck mal, der Schwanz. Guck mal bitte, das ist mein Fuß. Das ist eine Ratte. Und die wird von Wespen gefressen. Ina! Hey, ja, ist zu schnell doch. Ich will essen. Biene fährt nach Hause. Wir beide fahren jetzt den Grill kaufen. Komm. Nee, sie kommt nicht. Ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen mit Marlene kuscheln, bevor ich mit der Hausarbeit anfange. Ist so immer so das Ritual, ne? Sie kommt ja immer abends, dann kriegt sie ihr Leckerli, kurz kuscheln. Und dann haut sie ja wieder ab, aber ich glaube, sie will nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal meine Jogginghose an. Muss jetzt noch ein bisschen Haushalt machen, dann duschen und dann ist auch für mich endlich Feierabend. Denn mittlerweile ist es schon wieder 6 Uhr. 5:30 haben wir Feierabend. Und jetzt muss ich natürlich hier drinnen noch ein bisschen was machen. Und das zeige ich euch aber im Schnelldurchlauf, denn das wäre, glaube ich, zu langweilig für euch. Los geht's! Erledigst du jetzt für mich. So, eine kleine Baustelle habe ich hier noch. Ich wollte jetzt auf jeden Fall diese Schublade noch eben aufräumen. Weil sie ist nämlich leer und wir haben ja Kaffee mitgebracht. Das wollte ich eben schön auffüllen alles. Und dann hatten wir letztens Besuch und da hat Manuel einfach hier den Zucker so reingeschmissen. Und dann ist das hier irgendwie alles zerstreut in der Schublade gelandet. Und es gibt ja nichts Ekeligeres als Zucker in der Schublade, finde ich. Ne? So, das räume ich jetzt noch eben auf und dann gucken wir weiter. Jetzt habe ich nur diese kleine Schublade ausgeräumt und da sind schon Sachen drin, die seit 2017 abgelaufen sind. Eigentlich wollte ich diese Schublade auch noch machen, aber das lasse ich mal lieber sein. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu, auf jeden Fall. Wollte ich euch fragen, ob ihr das auch kennt, dass ständig Sachen abgelaufen sind. Hier auch, Zitronentee habe ich mir mal gekauft, als ich krank war. Der müsste noch voll sein. Ja, der ist noch voll. Abgelaufen seit 12/2018. Und ich bin wirklich so ein Typ, es gibt ja auch Menschen, die essen noch abgelaufene Sachen und so und trinken abgelaufene Sachen, ich nicht. Ich mache das nicht. Also wenn was abgelaufen ist, dann schmeiße ich das auch weg. Weil das ist mir zu gefährlich, weil ich eh so einen empfindlichen Magen habe. Und deswegen, ja,
werde ich hier radikal aussortieren. Habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag eine Schublade zu machen, aber die große Schublade hier, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich will nicht wissen, was hier jetzt noch alles abgelaufen ist. So, Schublade ist wieder aufgeräumt. Komisch, auf einmal hat man wieder richtig viel Platz. Und der große Kaffee passt hier sogar noch zweimal rein. Frau? Ja? Ich war jetzt ja 3 Stunden nicht im Wohnzimmer. Ja? Was in 3 Teufelsnamen guckst du da im Fernsehen? Ich wollte jetzt Tschüss sagen. Das ja, ist aber da ist ein dicker, behaarter Mann im Fernsehen und der lässt sich von irgendwelchen Frauen enthaaren. Wieso guckst du das? Ich wollte dich gerade fragen, was du da machst. So, wir wollten nur Tschüss sagen, hier wird noch ein bisschen geschliggert. Ne? Und dann geht's ab ins Bett. Ja, ich bin entsetzt. 22.03 Uhr, nee, ein Stündchen bleiben wir noch auf. Aber wir können uns leider nicht mehr zeigen. Denn ich sitze hier im Schlafanzug und Manuel sitzt hier mit nacktem Oberkörper. Und den Anblick, den möchte ich euch ersparen. Da wäre jeder froh drüber, wenn er das sehen könnte. Ja, das zeige ich euch auch nicht, weil diesen Adoniskörper, dann werdet ihr nur neidisch. So, hier, komm. Lass auch nicht leben wie ein Hund. Tschüss. Tschüss. It's just one big us, and we're all the same heart. We're so much more than we believe.